Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Und wie immer dienstags beginnen wir mit einer freien Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Jasmin. Und Jasmin ist 21 Jahre alt. Hallo Jasmin. Ja, hallo Domian. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, das Thema ist Abtreibung, ja oder nein. Also ich habe am Freitag erfahren, dass ich in der 7. Woche schwanger bin. Ja. Und es ist so, dass ich also Medikamente gegen Epilepsie nehme, also gegen Krampfanfälle. Ja. Und dass diese Medikamente das Kind zu 90% schädigen können. Das ist so definitiv so. Ja, der Neurologe hat mir das also bestätigt, der Gynäkologe auch. Ja. Jetzt hat der Neurologe mir ein anderes Medikament noch dazugegeben und meinst du, das könnte also das Risiko um 10% verringern? Mhm. Also, wusstest du eigentlich vorher schon immer, dass diese Medikamente eine solche Nebenwirkung haben? Ich wusste, dass in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft also das Risiko besteht, nur nicht so hoch. Mhm. Ja. Hab ich nicht verstanden. Wusstest du generell, dass Medikamente für dich mit deiner Krankheit Komplikationen mit sich führen? Ja. Wenn du schwanger wirst, ja. Ja, genau. Wie kam es jetzt zu dieser Schwangerschaft? Habt ihr nicht ordentlich verhütet, offensichtlich? Ja, wir haben verhütet, nur das Medikament hebt die Pille auf. Und das wusstest du auch nicht vorher? Nein, das stand auch nirgendwo drin. Das sagte der Neurologe mir dann, dass das neue Erkenntnisse sind. Ja. Und dass die noch nicht in der Packungsbeilage drin stehen. Und wie lange nimmst du schon diese Medikamente? Ungefähr 5-6 Jahre. Und das ist bisher dann immer gut gegangen, jetzt plötzlich ja nicht mehr? Ja, es ist immer gut gegangen. Mhm. Auch also komisch, ne? Ja. Und dann steht das jetzt noch nicht in der Packungsbeilage? Ja, ich habe keine Ahnung. Da steht halt nur, dass in den ersten 3 Monaten das Kind schädigen kann. Ja. Ja, jetzt ist es nun geschehen. Du bist schwanger. Ja. Und die Schwangerschaft, das heißt, das ist das Ganze nicht nur die Schwangerschaft, sondern dass die Gesundheit des Kindes wäre unter Umständen mit sehr, Ganze ist hochriskant. Ja, für mich und für das Kind auch. Mhm. Also ich kann die Medikamente auch nicht so von jetzt auf gleich einfach absetzen, weil dann würden sofort wieder Krampfanfälle auftreten. Mhm. Ja, und das würde natürlich mich schädigen und das Kind natürlich auch. Mhm. Ja, und jetzt stehe ich halt vor der Wahl, was soll ich tun? Ich habe halt bis jetzt überlegt, bis gestern stand für mich fest, das Kind eigentlich nicht zu behalten, wegen der Schädigung, die sein kann. Mhm. Ja, und dann war ich gestern nochmal beim Gynäkologen, er drückte mir dann ein Ultraschallbild in die Hand und den Mutterpass und meinte, ja hier, Sie können schon das Herz sehen, wie das schlägt, war nur ganz klein, aber Sie können das sehen. Und das hat mir so einen Schlag ins Gesicht versetzt, dass ich gedacht habe, nein, das kann es nicht sein, es lebt nicht, aber ich habe dieses Bild und da ist das nun mal zu sehen. Ja, ja. Jetzt bringst du mich natürlich in eine sehr schwierige Situation. Ja. Das ist ja klar, ne? Weil ich kann keine Schwangerschaftsberatung machen. Nee, das ist mir schon klar. Und ich kann dir auch nicht diese Entscheidung abnehmen. Ich kann nur nachvollziehen, was für eine unglaublich schwierige Entscheidung das ist. Ja, weil ich auch die letzten 7 Wochen, ich habe einfach gelebt sozusagen. Ich habe geraucht bis Freitag. Ich habe auch mal Alkohol getrunken auf einer Party. Ich habe... Ja, ich habe eigentlich ganz normal gelebt, wie immer. Mhm. Und ich würde auch vor dem Nichts stehen. Also wenn ich das Kind bekommen würde, meine Ausbildung würde nicht weiterlaufen. Mhm. Ja. Also sagen wir nochmal, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind sehr schwer geschädigt ist oder sehr schwer behindert ist, ist sehr hoch. Ja, die ist sehr hoch. Die liegt bei 90%. 90%? Ja. Welche Art von Behinderung oder Schädigung würde das sein? Kann man das sagen? Ja, das könnte man mir nicht sagen. Das ist es eben. Es könnte geistig behindert sein, körperlich behindert. Man kann es nicht sagen. Das könnte man erst feststellen im 5., 6. Monat durch eine Fruchtwasseruntersuchung. Mhm. Und dann lebt es für mich wirklich. Dann sind Arme, Beine, alles ist vorhanden. Mhm. Und dann einen Abbruch zu machen, würde für mich gar nicht in Frage kommen. Ja, ja. Hast du dir über so einen Fall, der jetzt eingetreten ist, schon mal Gedanken gemacht, dass der eintreten könnte? Nein, noch nie. Hm. Noch
gar nicht, weil für mich das eigentlich auch nicht in Frage kam, mit 21 ein Kind zu bekommen. Mit wem hast du bisher darüber gesprochen? Ja, mit meiner besten Freundin. Also die erfuhr das auch als erstes, wo ich im Krankenhaus war. Ja. Ja, und sie sagte halt, ich kann dir auch die Entscheidung nicht abnehmen, du musst es selber wissen, aber dieses Risiko ist so hoch für dich und für dieses Kind. Und wie willst du mit ein oder dann 22 Jahren ein behindertes Kind großziehen? Lass uns nochmal auf dein Risiko zu sprechen kommen. Was wäre das genau? Was wäre das? Es ist also so, dass jeder Krampfanfall eine Sauerstoffunterbrechung für mich bedeutet. Und das heißt, wenn du die Medikamente nicht mehr nehmen würdest und du durftest sie eigentlich nicht mehr nehmen, weil du Fanger bist, wäre das für dich sehr schlimm, weil du eben nicht die Substanzen hast, die dich dann wieder etwas therapieren. Ja, genau. Es kann dann sein, dass man also wirklich ins Koma fällt, wenn man die also nicht nimmt, weil man dann mehrere Anfälle hintereinander bekommt. Ja, und das kann man nicht unterbrechen. Was sagt denn der Erzeuger dazu? Der Erzeuger, also in sein Leben würde es nicht reinpassen, das Kind. Also er weiß auch schon Bescheid. Ja, das war eigentlich Zufall. Er schrieb mir an diesem Freitagabend eine SMS, wie es geht und was ich mache. Ja, und ich schrieb ihm dann nur so, dass es mir nicht gut geht. Und dann rief er mich direkt an, was denn los sei. Ja, und dann habe ich ihm dann halt gesagt, ja, es wäre erstmal nicht so wichtig. Und meinte, du bist schwanger. Ich so, woher weißt du das? Er so, ich habe das geahnt irgendwie. Es steht dahinter, egal welche Entscheidung ich treffe. Er meint, er wäre auch bei einem Abbruch, wäre er dabei, würde hinter mir stehen. Es hätte zwar für ihn jetzt keinen Platz, das Kind, weil er auch mitten in der Ausbildung ist. Er weiß aber auch um die Dramatik. Ja, er weiß das weiß er auch. Alles. Und da hat er auch Angst drum, dass mir einfach was passiert. Ich muss dazu sagen, wir sind nicht zusammen. Ja. Das war immer mal wieder so, das geht schon seit 2 Jahren so. Ja, also so eine lockere Beziehung. Ja. Teilweise, also eine Sexaffäre, aber auch ein bisschen mehr ist dahinter. Wir sind schon 11 Jahre befreundet miteinander. Aber er hat jetzt auch nicht klar gesagt, okay, also ich bin schon der Auffassung, du sollst das machen lassen. Das hat er nicht gesagt. Nee, er weiß es nicht. Er ist auch total durcheinander und er weiß nicht, was er denken soll, was er tun soll, gar nicht. Das wundert mich schon so ein bisschen. Also wenn ich jetzt in einer privaten Situation wäre und ich das hören würde, hätte ich eine klare Position. Ja. Ich würde dir ganz dringend raten, so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufzusuchen. Ja. Das hast du dir wahrscheinlich auch schon überlegt. Ja, natürlich. So. Nur ich habe halt Angst, dass sie mich noch mehr durcheinander bringen, dass sie wirklich, was weiß ich, ich habe halt in dem Krankenhaus kam dann auch ein Pfarrer zu mir, weil ich gar nicht mehr weiter wusste. Ja. Und der war dann, ich habe nichts gegen Christen oder was auch immer. Aber er fing dann halt an, ja, auch sie werden eine gute Mutter sein, auch wenn es behindert ist, sie werden das schaffen, sie sind stark dafür. Und da habe ich nur gesagt, du hast keine Ahnung davon. Du hast Angst, dass du in einer Beratungsstelle vielleicht zu sehr beeinflusst würdest in Richtung Austragen. Ja, genau. Aber soweit ich informiert bin, gibt es schon genügend Beratungsstellen oder eigentlich alle Beratungsstellen, die sich sehr um Objektivität bemühen. Und wir werden dir auch gern behilflich sein, jetzt dir die eine oder andere Adresse zu geben. Ich finde nur, dass du so schnell wie möglich zu einer wirklich guten und soliden Beratungsstelle gehen solltest. Gerade in der Situation, die ist ja nun wirklich sehr heikel und alles andere als, du gehst ja nun wirklich nicht leichtfertig mit der Lage jetzt um. Nee, und ich habe auch einfach Angst irgendwie. Ich weiß da jetzt was in meinem Körper und ich habe hier Broschüren liegen, wo man sieht, wie ein Kind ranwächst, dann tue ich ihn wieder in die Schublade auf diesen Mutterpack, soll den immer bei sich tragen und ich verstecke den in der Schublade sozusagen, damit ich es einfach nicht sehe. Diese Bilder, die Ultraschallbilder. Ja, und ich glaube, dass du dein Bild jetzt heute gesehen hast, oder gestern, das emotionalisiert einen natürlich auch sehr, ne? Das ist klar. Ich wollte immer Familie haben, weil ich nie eine heile Familie hatte. Und ich habe mir immer gewünscht, irgendwann mal eine glückliche Familie, aber nicht unter solchen Umständen. Verstehe. So, Jasmin, jetzt legst du bitte gleich auf. Ja. Und du wirst von meiner Psychologin, der Heide, zurückgerufen. Heide hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Und sie wird ja bei den Informationen behilflich sein, die jetzt für dich nötig sind. Ja, das wäre ganz lieb von ihr. Ja, und ich wünsche dir, dass du die richtige Entscheidung triffst und dass das alles so über die Bühne geht, dass es für dich gut ist. Und dass es für, dass es für dich gut ist. Du legst auf und ich wünsche von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder meldet mir unter domian@wdr.de.
Diese Woche Samstag gibt's bei uns wieder Promi-Besuch und zwar wird mein Gast sein Stefan Raab. Wenn ihr gerne mit Stefan Raab am Samstag in meiner Sendung im WDR-Fernsehen sprechen wollt, dann könnt ihr euch per Mail ab heute schon anmelden unter domian@wdr.de und wir rufen euch dann, wenn es nicht gar zu viele sind, gegebenenfalls zurück. Aber wir müssen natürlich auswählen, das versteht ihr. So, Maria, 35 Jahre alt. Hallo Maria. Hallo Domian, grüß dich. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, oh Gott, das ist ein bisschen durchwachsen. Ich werde geprügelt von meinem Mann. Mhm. Ich habe 3 Kinder. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 12 Jahre. 12 Jahre? Mhm. Ja. Mhm. Wie lange wirst du schon geprügelt? So, jetzt Silvester hat mir das alles den Rest gegeben. Was ist das? Da war ganz extrem. Ja. Kann ich dir kaum beschreiben, es war ganz grauenvoll. Und beschreib es mir doch trotzdem. Ich habe, Silvester musste mein Mann arbeiten, konnte nicht hier sein, zum ersten Mal. Was arbeitet er? Er ist in der Gastronomie tätig. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache eine Teenie-Party mit seinem kleinen Bruder und den ganzen Teenies für meinen großen Sohn, der wird jetzt 10. Ja. Hat auch super geklappt, es war ein toller Erfolg, wir haben hier Spaß gehabt, getanzt, die haben mit ihm geknallt. Und ich habe noch kleine Babys, die sind Zwillinge, die sind erst 1,5. Und von daher habe ich mir mehrere Leute bestellt, falls die wach werden sollten um 12, dass jemand da ist, wo mit ihm schießen kann und so. War nicht der Fall, die haben durchgeschlafen, die haben hier getanzt die ganze Nacht. Um 5 Uhr kam mein Mann von der Arbeit. Er wusste davon, also es war nichts verheimlicht. Ja. Und irgendwie kam auf die Idee, dass ich ein Verhältnis mit seinem Bruder hätte, der 16 Jahre alt ist. Kam ins Badezimmer gerannt. Ich habe ihm gerade Gel in die Haare geschmiert, weil seine Freundin war auch hier. Er hat ja auch eine Freundin. Also du hast dem Bruder Gel in die Haare geschmiert? Genau. Mhm. Und die Freundin war aber auch hier, ne? Die Freundin von dem Bruder? Mhm. Ja. Mhm. Und er schlug einfach nur auf uns ein. Er hat mich getreten mit den Füßen, Domian. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so grauenvoll. Er hat auf mich eingeschlagen, draufgetreten. Mhm. Ich lag wie ein Hund auf dem Boden. Mein Mann ist Südländer. Dann sprang er auf, nach all dem, ich dachte nur, hoffentlich hört es gleich auf, mein Sohn hat schon geschlafen, der Große, die Babys sowieso, Gott sei Dank. Und dann sprang er auf und sein älterer Bruder und noch ein Cousin von ihm waren da. Dann schrie er die an und sagte, heirat nie eine Deutsche, die ist nicht den Dreck unter euren Nägeln wert. Dann nahm er mich wieder, schlug mir den Kopf an den Wohnzimmerschrank. Entschuldige. Ich habe seitdem mit niemand darüber geredet. Und dann verließ er die Wohnung und sagte, er geht zu seiner Mutter. Ich dachte nur noch, geh, hoffentlich ist es gleich vorbei. Ich wundere mich wirklich, dass ich nicht bewusstlos war, Tommy. Ja. Lass mich inzwischen fragen, der 16-jährige Bruder von ihm war ja zu der Zeit dann auch noch in der Wohnung. Ja. Hat er den auch noch weiter geprügelt? Ja, der hat ihn 3-4 Mal ins Gesicht geprügelt. Mhm. Und Domian, ich kenne ihn seit seinem 4. Lebensjahr, verstehst du? Also du hast definitiv nichts mit dem Jungen. Oh Gottes Willen, das ist wie mein kleiner Bruder. So, hat er dann, nachdem er dich so fertig gemacht hat, hat er die Wohnung dann verlassen? Kurzfristig, für 5 Sekunden, ich weiß nicht wie lange, es kann auch eine Minute gewesen sein. Aber da waren ja dann die anderen auch noch da in der Wohnung. Die standen einfach da und sind ins Kinderzimmer gegangen zu meinem Sohn. Ich habe ein ganz tolles Kinderzimmer für ihn, da können mehrere Leute schlafen, weil ich ausziehbare Couch habe. Ja, das heißt also, die anderen Brüder von ihm haben dir nicht... zugeguckt. Die haben zugeguckt. Die haben zugeguckt und die Arme verschränkt. So, dann kam... Die war ich immer da, Domian. Ich war mein Leben lang für die da. Dann kam er wieder rein. Dann kam er wieder rein, schlug sich den Kopf auf den Boden, weinte und schrie, bitte verzeih mir. Aber ich kann nicht, ich habe blaue Flecken gehabt am ganzen Körper, Domian. Mir hat alles wehgetan. Wir hatten die letzten Wochen Stress, weil er arbeiten musste und das die erste Silvester ist, wo er nicht bei seinem Sohn sein kann. Also er hat ganz schnell, hat er dann Reue empfunden? Sehr schnell. Sehr schnell. Ja. Und ist dann auch in der Wohnung geblieben? Ja. Und die anderen sind dann irgendwann gegangen oder ins Bett gegangen? Oder? Ins Bett gegangen, Domian. Die haben mich hier sitzen lassen. Die haben zu meinem 10-jährigen Sohn, der wach wurde, haben die gesagt, geh mal nach deiner Mutter gucken, die ist traurig. Warst du verletzt, regelrecht? Ich war benommen. Ich hatte Blutergüsse an Armen und Beinen, Schulter. Aber es war nicht so, dass du hättest ins Krankenhaus gemusst? Nein, Gott sei Dank nicht. Wie? Aber ich weiß nicht, ob er...
Wie war das denn dann am nächsten Morgen, als ihr dann irgendwann mal, irgendwann seid ihr aufgewacht? Ja. Wie hat er sich dann nochmal dazu geäußert? Am nächsten Morgen war ich ziemlich nüchtern. Wir hatten an dem Abend alle getrunken, was ja vielleicht normal ist an Silvester. Und dann bin ich ins Kinderzimmer und habe alle rausgeschmissen, die da lagen, außer meinem Kind. Weil ich einfach Revue passieren ließ, was da passiert ist. Und habe gesagt, geht aus meinen Augen, ich möchte euch nicht mehr wiedersehen, geht hier weg. Ja, also das waren jetzt die Verwandten, aber dein Mann stand... Der lag im Bett und schlief. Und als der dann aufgewacht ist, wie war da die Stimmung zwischen euch beiden? Die Reue total, aber bei mir war nichts mehr... Hält die Reue von ihm bis heute vor? Bis jetzt, ja, bis jetzt. Ist das das erste Mal gewesen? Nein, deshalb, wenn es das erste Mal gewesen wäre, aber nee, das war nicht das, er hat mich schon am Hals gewürgt, er hat... Wenn du mir eine Zahl nennen solltest, ich bitte dich darum, wie oft gab es schon Übergriffe von ihm an dir? Zehnmal. Ja. Und heftiger Art. Ja. Heftiger Art. Ja. Und immer das gleiche Spielchen, er tickt aus. Und hinterher zeigt er Reue. Mhm. Er schlägt Türen zusammen und sagt, bitte verzeih mir, bitte, ich liebe dich. Und du kannst dir das nicht vorstellen, Domian. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Und dann sitzt mein Sohn, der wird jetzt 10, sitzt auf der Couch und weint und sagt, wenn ihr euch trennt, bringe ich mich um. Heute Abend hatten wir das gleiche Gespräch, das ist auch der Grund, warum ich bei dir anrufe. Mein Mann ist arbeiten, mein Sohn saß auf der Couch und sagte, ich bringe mich um, wenn du dich von Papa trennst. Ich sag, du Kleiner, das wird nicht passieren, wenn er mich nicht nochmal schlägt. Also das hat er schon alles mitbekommen, wie schlimm das war, ne? Er hat das mitgekriegt, total. Und der Papa, der ist dann ganz link, der geht dann zu ihm hin und sagt, sag Mami dies und das und das geht nicht. Wie ist denn dein Gefühl für deinen Mann noch? Das ist ja das Krasse, Domian. Das ist das Krasse. Ich kann nicht mit ihm und ich kann überhaupt nicht ohne ihn. Aber das ist dann schon sehr zwiegespalten, kann man sagen. Mehr als das. Ja, sagen wir mal so, versuch mal so das abstrakt zu denken. Ist ein bisschen schwierig, aber versuch's mal. Wenn keine Kinder da wären, würde ich ihn verlassen. Wärst du weg? Sofort. Das wäre außer Frage. Ja, das ist für mich eine ganz klare Antwort. Meine Familie wohnt weit weg. Seine Familie akzeptiert also, weißt du, Scheiß. Weißt du, Maria, wenn man 10-mal von seinem Mann so geschlagen wird, da gibt es für mich gar keine Entschuldigung mehr. Ich weiß, dann hat auch eine Reue für mich gar keine Glaubwürdigkeit mehr. Glaubwürdig wird ein Mensch, dem einmal, vielleicht zweimal etwas passiert ist und es bereut und man wirklich merkt, der bemüht sich um alles. Nee, er kriegt Ausraster, Domian. Ich war bei seiner Auszubildenden, Ausbilder, okay, hoffentlich hören das nicht so viele, und habe Karten gelegt. Ich lege so ein bisschen Karten hobbymäßig, aus Spaß, ich glaube nicht mal dran, aber einfach nur aus Spaß. Und wir hatten einen schönen Abend, sie war da. Wir hatten ein Gläschen Sekt getrunken, Karten gelegt, Spaß gehabt, dann kam ein Freund. Mein Mann rief an und ihr Freund ging dran und sagte, du, sie bringt gerade eine Frau ans Auto, die fährt jetzt zu dir auf die Arbeit. Der hat den Kopf an den Kühlschrank geschlagen, weil ich dort war, während ein Mann dort gesessen hat. Unglaublich. Ja. So, ich bin der Auffassung, Maria, dass man eine schlechte Ehe niemals aufrechterhalten sollte wegen der Kinder. Ich glaube auch, dass man durch gute psychologische Betreuung auch Kinder in der akut gefährdeten Situation auffangen kann, so wie du das jetzt von deinem Sohn geschildert hast. Das glaube ich schon. Und wenn er so fertig ist, dass er wirklich an solche schrecklichen Dinge denkt. Deswegen muss man sich dann auch gezielt um ihn kümmern, wenn du diesen Schritt vorhast. Das heißt, du musst mit ihm... Oh, das habe ich. Oh, Domian, das habe ich. Ja. So wie du dich anhörst, glaube ich wirklich, dass das kein Leben mehr für dich ist. Und ich glaube auch, dass das gar keine Perspektive mehr hat. Dass es immer wieder passieren wird. Dass es immer das gleiche Ritual ist. Ja, und vielleicht war diese Silvestergeschichte jetzt der I-Punkt auf alles, dass du für dich jetzt sagst, wie alt bist du, 35, ich muss jetzt einen Schnitt machen. So dramatisch das auch alles ist für meine Kinder. Du wärst nicht die erste Frau, die sich von ihrem Mann trennt, auch mit Kindern. Und du wärst nicht die erste Frau, die das nach anfänglichen Schwierigkeiten auch gut hinbekommt. Mit entsprechender Hilfe und Unterstützung. Ich möchte dich dazu animieren, das zu machen. Weil alles andere ist Murks. Du musst es machen und du musst es machen mit einer guten Unterstützung deiner Person und mit der Unterstützung, dass dein Kind auch unterstützt wird. Dumme, da sind wir die Zwillinge, die sind eineinhalb, wie soll ich das alleine packen? Ja,
Im Moment ist mir aber der Zehnjährige auch sehr, sehr im Bewusstsein, weil der das ja richtig kapiert. Sehr, sehr emotional, genau. Sehr psychisch angegriffen. Genau. So, jetzt werden wir hinten im Hintergrund, das müssen wir ja nicht in aller Öffentlichkeit machen, eine Beratung noch mit dir machen. Mhm. Das heißt, wie federt man das psychologisch ab? Wo bekommst du Hilfe? Wie kann man auch finanziell vielleicht irgendwie in einer gewissen Weise... Finanziell ist kein Problem. Ist kein Problem. Sehr gute Familie, die zu mir hält. Na wunderbar. Das ist das doch schon mal eine ganz, ganz tolle Grundvoraussetzung. Ja. So, aber wie man das psychologisch alles macht und gewisse Hilfestellungen leistet, das werden wir jetzt dir sagen. Das heißt, meine Psychologin. Mhm. Von meiner Seite aus möchte ich dich nochmal animieren, diesen Schritt zu tun. Wenn also auch bist du, du kennst jetzt so ein bisschen was. Wenn du jetzt in meiner Lage wärst, mhm, so als meine Person, mhm, und hättest das nur viermal gehabt, was ich hatte, wäre das für dich ein Weg zu gehen? Ja, ja. Ich wäre auch, viermal ist schon viel zu viel. Ich sage ja, wenn es einmal vielleicht passiert, vielleicht, mhm, zweimal, aber eigentlich auch schon nicht zweimal mehr. Mhm. Dann wäre ich lange, lange, lange über alle Berge. Und so wie du es mir gerade geschildert hast, wie aus der Pistole geschossen, dachtest du, wenn, mhm, keine Kinder da wären, wäre ich weg. Dann, ja, natürlich. Da ist das für mich so eindeutig, dass ich dir auch gar nicht ankomme jetzt mit Eheberatung und sowas. Nee, ich glaube, der Zug ist abgefallen, ja. Du legst jetzt bitte auf. Okay. Und wir rufen dich zurück, das heißt, meine Psychologin in die Heide und dann alles weitere gleich. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Maria. Ich danke dir, wie jedes Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss. Alles Gute, ciao. Wir haben diese Woche, ihr Lieben, auch ein festes Thema. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema: Ich habe mein Gesicht verloren. Und da möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die im übertragenen Sinne ihr Gesicht verloren haben, aufgrund von Dingen, die sie getan haben. Und auch im direkten Sinne, die vielleicht eine schwere Erkrankung haben, einen Unfall hatten und ihr Gesicht, so wie es einmal war, nicht mehr hatten. Oder aufgrund einer Brandverletzung, was auch immer. Ich habe mein Gesicht verloren, Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Heute freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter 0800 220 50 50. Selina ist hier. Selina. Guten Abend. Ja, 19 Jahre bist du. Jawohl. Und da sitzt auch noch jemand neben dir, ne? Ja, genau, das ist Aaron, das ist mein Freund. Ja, und der ist 18 Jahre alt, steht ja bei mir auf meinem Bildschirm. Ja, Selina, um was geht's denn bei dir oder bei euch? Ja, also wir haben ein ganz großes Problem und zwar geht es um den sexuellen Bereich. Mhm. Und zwar, er will nicht mehr. Er will nicht mehr? Nein, er will absolut nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Warum. Wie lange seid ihr zusammen? Knapp ein Jahr. Ist ja noch nicht so lang. Nee. Und seit wann will er nicht mehr? Seit ungefähr 2 Wochen gar nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht warum, wir haben uns öfters auch schon darüber unterhalten. Mhm. Und, also das ganze Spiel läuft eigentlich seit einem halben Jahr, dass es immer weniger wurde. Ach so, das kam nicht so schlagartig. Nee, das, mhm, das ist schon seit einem halben Jahr so. Es wurde immer weniger und weniger. Mhm. Und also mittlerweile denke ich auch, irgendwie hat er eine Abneigung gegen mich. Ich habe auf jeden Fall alles versucht. Ich habe mit ihm geredet 1000 Mal und wir haben die Nächte schon durchgequatscht, aber ich kriege nichts aus ihm raus. Du bist irgendwie meine letzte Hilfe. Und er war damit einverstanden, dass ihr hier anruft? Ja. Ja. Das ist ihm schon bleibt mal keine andere Wahl. Naja, du hättest ja sagen können, da habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Ja, dann gib ihm mir ganz einfach mal. Wir reden gleich weiter, Selina. Gut, mache ich. Ja. Ja, hallo Dorian. Aaron, grüße dich. Du bist 18, ne? Sagt deine Freundin gerade. Ja, genau. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen was gehört. Du hast daneben gesessen, hast es auch gehört. Ein Jahr zusammen. Und ja. Seit 2 Wochen keinen Sex mehr. Und schon seit längerer Zeit sehr zurückhaltend. Warum? Ja, also das Problem ist einfach, sie will das jetzt sehr, sehr häufig und ja, ich muss da jetzt eigentlich auch was gestehen, was mir nicht schwerfällt, weil ich kann mit meinen Eltern und meiner Freundin konnte ich das eigentlich am Anfang nicht sagen, aber ich muss es irgendwie sagen, weil also ich hatte also schon sexuelle Erfahrungen mit Männern, das weiß ich eigentlich nicht. Das sagst du jetzt gerade in diesem Moment, das allererste Mal? Das sage ich jetzt gerade das erste Mal, ja. Und? Was für ein Gesichtsausdruck macht Selina gerade? Ja, die guckt ein bisschen komisch. Das ist nicht dein Ernst, ja. Also hast du sexuellen Kontakt mit Männern? Ja, das ist ein guter Freund damals von mir gewesen. Mhm. Ja, und das war dann, er war schwul halt. Mhm. Oh, und dann ist es halt auch zum Sex gekommen mit ihm. Wann war das? Ja, das ist 2 Jahre her. Ach so, so lange schon.
Ja. Und hast du denn jetzt parallel heimlich immer was mit ihm oder mit anderen Männern gehabt? Nein, also das auf jeden Fall nicht. Also ich bin treu, also das auf jeden Fall. Aber im Klartext, du hast eigentlich keinen Bock auf eine Frau und auch nicht auf Selina? Nein, also das nicht. Also ich muss sagen, es war zu der Zeit, wo ich halt mit meinem besten Freund, also jetzt ehemaligen besten Freund, also es war zu der Zeit viel Alkohol mit im Spiel. Und ja. Okay, das kann ja mal passieren. Dadurch ist man immer nicht bisexuell oder gar schwul. Ja, aber es ist schon so, dass ich bi bin. Und das heißt, du würdest eigentlich gerne jetzt mal wieder Sex mit einem Mann haben? Wenn du ganz ehrlich bist. Ja. Das schon. Nicht ehrlich bin, ja. Und wenn du ganz ehrlich bist, turnt dich, wir müssen es ja so offen aussprechen, turnt dich die Vorstellung mit Selina zu schlafen auch nicht so besonders an im Moment? Also im Moment nicht. Also es ist aber nicht nur so, dass ich stehe halt auf beide Geschlechter. Okay, das ist schon klar. Grundsätzlich habe ich das schon verstanden. Aber im Moment hast du einfach keinen Bock auf Frauen und auch nicht auf Selina. Ja. Schön, dass du das sagst. Muss man ja jetzt offen aussprechen, wenn schon. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du onanierst. Ja. An wen denkst du dann? Also, meistens an Männer. So, jetzt machst du erstmal eine Atempause, dann gib mir mal Selina und wir reden gleich wieder weiter. Okay? Tut mir leid, Schatz. Lass mich in Ruhe. Ja. Selina. Ja. Ich kann es ja gar nicht glauben, das hat er jetzt gerade wirklich zum allerersten Mal dir gesagt. Ja. Warum hat er jetzt dieses Forum gesucht, das hier in aller Öffentlichkeit zu sagen? Ich weiß es nicht. Das hätte er dir vor 10 Minuten auch unter 4 Augen sagen können. Eben. Ich habe so oft mit ihm versucht zu reden und das schon seit einem halben Jahr. Und ich hab nichts gegen Schwule und ich habe auch nichts gegen Bisexuelle, aber das ist jetzt echt die Höhe für mich. Also ich bin jetzt total geplättet. Hast du in dieser Richtung was vermutet? Nee. Absolut nicht. Hast du gedacht, dass er vielleicht eine andere Frau hat? Das habe ich vielleicht schon eher gedacht, ja. Weil irgendwas denkt man ja, ne? Also ich würde immer gleich in eine von den beiden Richtungen denken. Entweder hat er eine andere Frau oder er ist vielleicht, steht auf Männer. Ich meine, das ist jetzt eine Hammeraussage von ihm. Ist es auch. Ne? Das hat mich getroffen, wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie geht das bei euch weiter? Ist das überhaupt mal möglich, jetzt eine Beziehung zu führen? Oder ist es nicht eigentlich klüger, jetzt erstmal zu sagen, pass mal auf, wir gehen mal auf Abstand und versuchen uns mal selbst ein bisschen zu finden, vor allen Dingen eher sich? Ja, da magst du vielleicht recht haben. Ich versetze mich gerade in deine Situation. Das finde ich wirklich hammerhart. So etwas in so einer künstlichen Situation, ein Telefonat mit einem Fernseh- und Rundfunkmenschen, das zu erfahren. Ja. Von dem Mann, mit dem man ein Jahr zusammen ist und mit dem man gerade noch ganz alleine zu Hause saß oder wo auch immer. Ja. Gibst du mir den Aaron nochmal? Ja, mach ich. Ich weiß sowieso nicht, was ich da reden soll. Ja. Aaron, warum hast du es ihr nicht vorher unter 4 Augen gesagt? Warum hier jetzt übers Radio und Fernsehen? Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht unter 4 Augen sagen. Ich weiß nicht, warum es ist. Es ist so einfacher für dich. Ich weiß es nicht. Es ist einfacher. Also ich weiß nicht. Ich konnte es einfach nicht alleine sagen. Und jetzt ist auch jemand dabei und du bist nicht so alleine, wenn du es sagst. Ja, zumindest ist akustisch jemand dabei. Wie lang ist das denn schon, dass du dir das selbst eingestehst? Also eigentlich seit der Geschichte mit meinem besten Freund. So lange, ne? Und trotzdem bist du die Beziehung mit Selina eingegangen vor einem Jahr. Ja. Wie stellst du dir jetzt so die Zukunft vor? Kannst du dir vorstellen, weiter mit ihr zusammen zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe sie, aber... Aber die Situation ist ja nun schon sehr, sehr dramatisch. Ja, es ist halt... Du hast gerade das Geständnis gemacht, dass du bisexuell bist und eigentlich auch gerne mal Sex wieder mit Männern hättest. Das Geständnis hast du deiner Freundin gemacht und du schläfst nicht mehr mit deiner Freundin, hast keinen Bock auf sie. Das sind natürlich schlechte Voraussetzungen für eine Beziehung. Ja, na klar. Das weiß ich auch, aber ich liebe sie, weiß ich, möchte auf jeden Fall mit ihr zusammenbleiben, aber... Aber du hast ja ganz andere Sehnsüchte in dir. Ja, jetzt auf sexueller Ebene schon, das stimmt.
Ich habe gerade zu Selina gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast, dass vielleicht gerade, also ihr müsst natürlich jetzt erstmal ein bisschen quatschen, auch gleich nach diesem Gespräch hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist klar. Und nicht nur jetzt, heute Nacht, sondern auch wahrscheinlich die nächsten Tage noch. Aber vielleicht wäre es schon kluger, wenn ihr erstmal euch ein bisschen auf Distanz entwickeln würdet. Und vor allen Dingen für dich wäre das auch klug. Für dich, damit du im Klaren mit dir wirst, was du möchtest, wohin du gehen willst. Ich würde das nicht, du sagst, es ist nur sexuell, aber das ist ja schon, wenn, es ist ja schon ein großes Thema in dir, über das du nachdenkst. Und du hast das sexuelle Bedürfnis. Und wenn du frei wärst, würdest du wahrscheinlich jetzt auf die Pirsch nach Jungs gehen und nicht nach Mädchen. Ist so, ne? Ja, ich meine, es liegt auch größtenteils an dir, denke ich, wie sie sich jetzt entscheidet, ob sie das mit mir durchhält oder ob sie sich von mir trennen will. Ich weiß nicht. Ich fände toll, wenn du eine Entscheidung treffen würdest. Ja. Ich fände toll, wenn du sagen würdest, pass mal auf, ich bin mir jetzt so im Unklaren mit allem. Hey, jetzt bleib doch mal hier, Mensch. Jetzt ist er rausgegangen. Jetzt ist rausgegangen. Na okay, kann man ja auch verstehen. Also ich wollte gerade sagen, ich fände es gut, wenn von dir aus die Entscheidung käme. Dass du sagst, pass mal auf, bei mir ist alles so im Unklaren. Ich brauche erstmal für mich Zeit, um mich zu sortieren. Lass uns einfach mal eine Pause einlegen in der Beziehung. Und dann gucken wir mal in 3-4 Monaten weiter, wenn sie sich darauf einlässt. Es einfach jetzt so weiterlaufen zu lassen, es geht sowieso nicht nach dieser Information, die raus ist. Das geht nicht. Ja, da hast du recht, Domian. Das geht wirklich nicht. Das ist jetzt gesagt, und das ist jetzt nicht mehr rückholbar. Vielleicht ist es für dich auch gut. Vielleicht ist es für dich auch eine Befreiung. Wenn es tut dir jetzt noch weh, weil du sie lieb hast, aber vielleicht ist es für dich auch letztendlich eine Befreiung, wenn du jetzt dann erstmal dein eigenes Leben leben kannst und dich erstmal suchst, was du eigentlich willst. Wohin willst du gehen? Stehst du dann vielleicht doch endgültig irgendwann auf Männer oder ist das nur eine Phase oder ich weiß es ja nicht. Ja, weißt du, es ist mir jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, ein Stein vom Herzen gefallen, das mich zu äußern dazu. Aber ja, glaube ich, ja, ja. Aber auf der anderen Seite, weißt du, es ist jetzt echt, ich meine, sie ist auch rausgegangen, das ist ein bisschen scheiße irgendwie. Ja, deswegen würde ich mal sagen, wir machen jetzt mal Schluss hier und du kümmerst dich um Selina. Ja. Und ich würde jetzt, ich fände es gut, wenn du jetzt nicht krampfhaft an der Beziehung festhalten würdest. Die geht so nicht zu halten. Sondern eigentlich solltest du auf Distanz gehen und Schritte zurück machen. Ja. Für dich und auch für sie. Alles klar. Jetzt legst du auf und kümmerst dich um sie. Alles klar? Okay. Okay. Tschüss. Marcel ist bei mir und Marcel ist 14 Jahre alt. Hallo Marcel. Hallo. Ja, noch nicht im Bett, Mensch. Nee. Hast du keine Schule morgen? Doch. Und trotzdem so lange auf dann? Ja, leider. Warum rufst du denn an? Es ist so, dass jetzt am 6. April mein Vater sich vor 3 Jahren aufgehängt hat und ich seitdem ein Mordsproblem habe. Am 6. April vor 3 Jahren? Ja. Hat er sich aufgehängt, da warst du 11 Jahre alt. Ja, 3 Tage nach seinem Geburtstag, am 3. April hatte er Geburtstag. Und da war er noch super happy und 3 Tage später war er nicht mehr da. Warum hat er das getan, weißt du das? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe einen Verdacht, dass, weil meine Eltern sich getrennt haben, wir ein Haus gebaut haben und mein Vater konnte sich das nicht mehr leisten. Ja. Deswegen, aber es kann auch noch andere Gründe gehabt haben, ich weiß es nicht. Und, ja, du lebtest und lebst bei deiner Mutter? Ja. Mhm. Hat deine Mutter dir Näheres erklärt? Nö. Noch auch nicht. Hast du denn die Vermutung, dass die noch mehr weiß und es dir nur nicht sagen will? Ja, das glaube ich. Mhm. Das glaube ich, weil sie auch viel mit meinem Opa darüber redet und... Mhm. Also von deiner Sicht aus, es kann sein, dass er aus Traurigkeit das getan hat und weil er so große Geldsorgen hatte. Ja. Mhm. So, das sind 3 Jahre her. 3 Jahre sind lang, aber 3 Jahre sind, wenn man etwas Schlimmes erlebt hat, auch überhaupt nicht lang. Ja. Wie ist es dir denn jetzt so in der Zeit bis heute ergangen? Ganz schlecht, und zwar durch den Vorfall war ich sehr lange nicht in der Schule, war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Dadurch habe ich sehr viel Lernstoff nicht mitgekriegt und da habe ich sehr lange gefehlt und jetzt habe ich Probleme in der Schule einigermaßen, das geht jetzt einigermaßen wieder, dann habe ich Probleme mit den Lehrern, streite mich an und nur mit denen, kann mich kaum noch konzentrieren und eben halt die Schlafprobleme, also ich bin jetzt hellwach. Ach so, deshalb guckst du uns auch oder hörst du uns, ja, weil du nicht schlafen kannst. Gerne, weil das finde ich auch toll, deine Sendung und ich schlafe meistens eigentlich so um 2, 3 ein. Was natürlich wahnsinnig spät ist, wenn du schon wieder, wann musst du raus, um 7? Ja, um 7:45 fängt bei uns die erste Stunde an. Schon die erste Stunde an, dann hast du wirklich
jede Nacht oder wenn du so lange auf bist, sehr wenig Schlaf und das ist auf Dauer natürlich nicht gut. Ja. Da wird man unkonzentriert und wird fahrig und so weiter. Weiß deine Mutter das, dass du immer so lange auf bist? Nicht, ja, seit kurzem weiß sie das. Und was hat sie da gesagt? Wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie war erst geschockt und so und wollte auch wissen, was das ist. Und dann bin ich auch zum Psychologen gegangen, das hat auch alles nichts geholfen, warum weiß ich auch nicht. Mhm. Und ja. Das heißt, hast du denn deiner Mutter schon mal so richtig dein Herz ausgeschüttet, so ein bisschen erzählt, was du jetzt hier angefangen hast zu erzählen? Oder hältst du dich da eher zurück bei deiner Mutter? Eher zurück, weil meine Mutter redet nicht so gern über den Tod von meinem Vater. Mhm. Weil für sie ist die Sache abgehängt, das ist jetzt 3 Jahre her, Schnee drüber. Ach so. Obwohl es für mich überhaupt nicht so ist. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Papa? Also eigentlich am Anfang, so als ich geboren wurde, eigentlich nicht so super, aber am Ende muss ich echt sagen, wir waren die besten Freunde. Ach so. Mhm. Also mein Vater wurde immer ziemlich sauer, wenn ich nicht früh ins Bett ging. Und am Ende, weil er hat sich mal Musikvideos von seiner Zeit angesehen, so kam er immer noch um in mein Zimmer, hat gesagt, willst du mitgucken und so. Dann haben wir uns immer über alles unterhalten, er hat über seine Kindheit und so. Und. Also wir waren die besten Freunde. Mhm. Warst du oft bei deinem Vater? Ja, ich habe bei ihm gelebt. Und meine Mutter hat ein paar Straßen weiter. Ach so, ich dachte, du hättest damals auch schon bei deiner Mutter gelebt. Nee, nee. Ach so, du hast bei deinem Vater gelebt und dann hat er sich umgebracht. Ja, und zwar war das so, was ich auch nicht verstehe. Ich hatte auch erst die Schuldgefühle und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt Hausarrest. Mhm. Und mein Vater kam da morgens, hat gefrühstückt und hat gesagt, wollte er nicht rausgehen zu eurem Freund und so. Und ich so, ja klar, warum nicht? Ich habe mich gefreut. Mhm. Habe mir nichts bei gedacht. Bin ich rausgegangen, als ich wiederkam, wollte ich rein, steckte der Schlüssel von innen. Habe ich mich gewundert, dann bin ich rumgegangen, habe mich gewundert, wollte gucken, wo er ist, habe die Bretter vom Fenster am Dachboden gesehen. Da habe ich irgendwas Schlimmes gedacht, bin zur Terrassentür hingegangen, habe die Scheibe eingetreten, bin nach oben gerannt, bin in jedes Zimmer, habe ihn gerufen, keine Antwort, und dann bin ich nach oben gegangen, habe ihn gefunden. Ach, du hast ihn sogar gefunden? Mhm. Du hast dieses Bild vor Augen heute noch, du hast ihn dort hängen sehen? Ja. Du hast gerade gesagt, er hätte gesagt, wollt ihr nicht rausgehen? Waren da noch mehrere? Oder hast du dich nur versprochen? Warst du alleine mit ihm? Nein, meine Schwester war auch da. Ach, deine Schwester. Es gibt nur eine Schwester. Ja, die ist 19 Jahre. Und die ist dann zu einer Freundin gegangen. Die sind dann auf den Spielplatz gegangen. Das heißt, kam erst später wieder. Ach so, das heißt, also du bist der allererste gewesen, der deinen Vater gefunden hat, als er sich aufgehängt hatte. Ja. Das ist natürlich wirklich ganz schlimm für ein 11-jähriges Kind. Das ist natürlich... Das ist für jeden Menschen ganz schlimm. Ja. Und für einen 11-Jährigen ist es unfassbar schlimm, unausdrückbar schlimm. Mhm. Hattest du denn irgendwie sowas schon vermutet, dass was Schlimmes passieren könnte? Ja, und zwar habe ich ja gesehen, dass da die Bretter vom Fenster waren. Da habe ich schon gedacht, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und deswegen bin ich auch total durcheinander gewesen und habe dann die Scheibe eingetreten. Hast du denn... irgendwie gemerkt, dass er vorher auch schon schlecht drauf war oder traurig war? Ja, er war ganz ruhig am Morgen, war irgendwie voll schlecht gelaunt und da habe ich einfach gesagt, dass er traurig ist, weil sich ja meine Eltern getrennt haben. Mhm. Ja. Gab es auch schon Momente, dass du ein bisschen Wut auf deinen Vater hattest, dass er das gemacht hat? Ja, klar. Mhm. Du wolltest eigentlich gar nicht bei deiner Mutter leben? Ja, ich wollte eigentlich bei meinem Vater bleiben, also ich habe meine Mutter auch lieb, also jetzt nicht, dass ich sie hasse oder so, also ich wollte eigentlich lieber bei meinem Vater, weil da auch meine ganzen Freunde waren, also da, wir wohnen in so einer Siedlung, ja. Da sind auch meine ganzen Freunde und wenn ich bei meiner Mutter gewohnt hätte, müsste ich immer wieder zur Siedlung fahren, da hatte ich eigentlich nicht so einen Bock zu. Ja. Ja. Hat dein Vater irgendetwas dir, seinem Sohn oder seiner Tochter irgendwas hinterlassen? Ja, ein Abschiedsbrief, aber darin steht nicht, warum er es getan hat. Da hat nur drin gestanden, dass er uns lieb hat. Mhm. Und ja, dass er eigentlich vorhat, einen Autounfall bauen, extra damit er stirbt. Aber hat er auch noch drunter geschrieben, dass er keine anderen Menschen mit in den Tod ziehen will. Mhm. Und was auch die harte ist, dass ich erst seit ein paar Wochen weiß, dass es den Abschiedsbrief gibt. Ach so, den hast du damals gar nicht zu Gesicht bekommen. Nee. Warum nicht? Meine Mutter hat mir das vor ein paar Wochen gesagt. Bist du auch ein bisschen sauer auf deine Mutter? Ja, ein bisschen. Mhm. Bist du auch ein bisschen sauer auf deine Mutter, weil die
das schon alles irgendwie zu den Akten gelegt hat, so den Vorfall. Ja, und was auch ein Problem ist, meine Großeltern, also die Eltern von meinem Vater, wollen nichts mit mir zu tun haben. Warum nicht? Weil sie behaupten, dass meine Mutter daran schuld ist, dass mein Vater sich aufgehängt hat. Weil angeblich, sie hat ihn ja verlassen und er hat sich aufgehängt. Okay, das kann man ja vielleicht so denken, wenn das auch Unsinn ist, aber warum musst du das denn ausbaden? Weiß ich nicht. Da hast du dann doch nichts mit zu tun. Ja, ich weiß. Zum Beispiel zum Geburtstag schicken sie mir noch nicht mal eine Karte oder so. Mhm. Weihnachten auch nicht. Finde ich sehr gemein, muss ich dir sagen. Ja, und das Einzige, worüber ich froh bin, aber auch etwas traurig, habe ich noch zu dem Kontakt zu meinem Onkel, aber da ist das Problem, das war der Zwillingsbruder von meinem Vater. Also der sieht genauso aus wie mein Vater und jedes Mal, wenn ich ihn besuche, muss ich immer an meinen Vater denken. Mhm. Oje, das macht ja noch trauriger und reißt alle Wunden noch mehr auf. Ja. Mhm. Ich finde das Verhalten von deinen Großeltern ganz schlimm, muss ich dir sagen. Mhm. Die sollten froh sein, dass du da bist und dass es ein Enkelkind gibt und die sollten sich um dich bemühen. Aber wenn die sich so verhalten, ist das sehr traurig. Ja. So, das heißt, du stehst da, die Großeltern wollen nichts von dir wissen. Bei dem Onkel bist du sehr zwiegespalten, weil du dich immer erinnern fühlst an deinen Papa. Mhm. Und mit deiner Mutter kannst du nicht reden. Ja. Und hast zudem jetzt auch noch Schwierigkeiten in der Schule. Ja. Das heißt also, in einer richtigen Zwickmühle hängst du drin. Ja. Hast du einen vertrauten Menschen, einen Erwachsenen, wo du sagst, der ist toll, mit dem kann ich alles so bequatschen? Oh, eigentlich nicht. Also ich kann mit welchen reden, aber mit denen kann ich nicht so offen über meine Probleme reden. Mhm. Ich habe zwar einen Freund, der geht in meine Klasse, mit dem kann ich über alles reden. Wir sind echt die allerbesten Freunde. Mhm. Und mit dem kann ich über alles reden. Der sagt nichts weiter und... Mhm. Aber der ist so in deinem Alter, das ist, finde ich super, wenn du so einen Freund hast, aber der kann natürlich auch nicht so großartige Sachen arrangieren, wie ein Erwachsener das vielleicht machen kann und dir richtig unter die Arme greifen, das kann er nicht. Aber du hast jemanden, das ist schon mal ganz gut. Ja. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du wärst beim Psychologen gewesen. Und ja, das hat aber nicht viel gebracht. Ja. Mhm. Und da hast du gedacht, rufst du jetzt mal den Domian an, vielleicht hat der eine Idee. Ja. Mhm. Also deine Situation tut mir sehr leid, in der du da drin hängst. Und die ist mir auch sehr nachvollziehbar. Und die ist auch schwierig, das gebe ich wirklich zu. Mhm. Ich finde, also erstmal, ich sag's nochmal, dass ich es gut finde, dass du da einen ganz engen Freund hast. Aber ich fände es so super wichtig, wenn du noch einen Erwachsenen an deine Seite bekämst, der sich mehr um dich kümmert und wo du einfach wirklich reden kannst und der auch so ein bisschen Ahnung von allem hat. So dass die Idee mit diesem Psychologen natürlich schon nicht schlecht war. Aber wenn du mit dem Mann nicht klarkamst, war das so? Mit welchem Mann? Mit diesem Psychologen kamst du nicht so klar. Ja, kam ich auch nicht. Mhm. Also optimal wäre es natürlich, wenn du so einen Ansprechpartner hättest als einen Psychologen, den du toll findest, den du magst, den du respektierst, wo du gerne hingehst. Ja. Gibt es denn in der Schule einen Lehrer, dem du vertraust? Ja, mein Klassenlehrer, Herr Löber. Mhm. Hast du mit dem schon mal ein bisschen offen geredet? Ja, ein bisschen. Und er hat mir dann auch gesagt, dass ich zum Psychologen gehen soll. Und da habe ich ihm das auch gesagt, dass ich die meisten nicht abkann, die nicht so richtig respektiere und so, und dass eigentlich nichts hilft. Ja. Und hat er dann noch eine neue Idee gehabt, der Klassenlehrer? Nee, das hat er auch nur gesagt, ich weiß auch nicht, was man da machen soll. Ja. Also, wir versuchen jetzt gleich mal eine Lösung für dich zu finden. Das heißt, wir, meine Psychologin und ich. Ja. Darüber hinaus würde ich an deiner Stelle vielleicht doch nochmal deinen Klassenlehrer, wenn du sagst, dass du dem vertraust. Mhm. Oder bist du jetzt so ein bisschen enttäuscht von seiner Reaktion, dass er sagt, na gut, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter? Nee, eigentlich nicht. Ich kann ihn verstehen, weil weiß ja auch nicht, was man da machen soll. Ja? Das kann ich eigentlich schon verstehen. Okay, also das Vertrauen ist noch nicht erschüttert. Dann würde ich nochmal zu ihm hingehen. Ja. Würde ihm das nochmal schildern und ihn auch nochmal bitten, er kennt dich, er kennt eure Umgebung. Als Lehrer weiß man auch, wo vielleicht ein guter psychologischer Hilfsdienst ist und so weiter. Der ist mehr eingewoben in dein Umfeld. Mhm. Dann würde ich dem nochmal alles erzählen und ihn auch bitten, ob er dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mit drum kümmern könnte. Ja. Dass wir das jetzt von mehreren Seiten angehen. Ja. Darüber hinaus, wenn du deiner Mutter das so richtig erklären würdest, würdest du sagen, dass sie das dann wegwischt oder meinst du, sie würde auch drauf eingehen? Ich weiß nicht, also ich denke mal, dass sie erst drauf eingehen würde, aber wenn ich dann darüber über die ganze Geschichte noch erzählen würde, dann denke ich mal, dass sie sagen würde, komm, ist gut. Ich verstehe. Also es wäre eine neutrale Person wäre besser für dich, die dir beisteht. Ja. So, mit dem Lehrer überlegst du dir nochmal, ne? Mhm.
Und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Kann vielleicht noch ein paar Minuten dauern, ich weiß nicht, aber wir melden uns auf jeden Fall. Das heißt, meine Psychologin, die Heide, meldet sich. Ja. Und dann überlegen wir mal gemeinsam, was wir noch tun können. Jo. Ich finde es sehr mutig und toll, dass du angerufen hast. Jo. War eine gute Entscheidung. Ich hoffe, dass wir dir so ein bisschen helfen können. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Das ist echt nett. Danke. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Marcel. Jo, was ich noch fragen wollte, ob ich ein Autogramm kriege. Ja, wenn meine Psychologin dich gleich anruft, dann gib ihr deine Adresse und schicken wir dir was. Alles klar, danke. Okay, dann. Tschüss, Marcel. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, so wie Tina das jetzt gerne möchte und das auch kann. Tina ist 33 Jahre alt. Hallo, Tina. Hallo, guten Morgen. Morgen, Tina. So, wir beide. Ja. Um was geht's? Ja, ich wollte eigentlich nur dem Pärchen von gerade eben ein bisschen Mut machen, ja, weil er sich eben als bisexuell geoutet hat. Ich lebe mit meinem Mann in einer bisexuellen Beziehung. Aha. Er ist bisexuell, ich bin heterosexuell. Aha. Und das geht? Das klappt super. Wie lange geht das schon gut bei euch? Geoutet hat er sich vor gut 3 Jahren. Ja. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet, seit 15 Jahren zusammen. Oh. Und brach da für dich erstmal eine Welt zusammen, als du das gehört hast? Im ersten Moment schon. Also das muss ich schon sagen, in dem Moment war ich erstmal total überfordert und wusste gar nicht, was soll ich jetzt überhaupt tun und wie soll ich reagieren, mit wem kann ich reden, mit wem kann ich nicht reden. Was hat er dir denn gesagt? Hat er dir gesagt, dass er rein theoretisch auf Typen steht oder hat er schon gebeichtet, dass er all die Jahre immer wieder was mit Männern hatte? So lief es eigentlich gar nicht ab. Es war so, dass ich durch Zufall Mails gefunden habe bei ihm, die ich nicht so ganz zuordnen konnte. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und er hat dann erstmal ein bisschen rumgedruckst. Mhm. Und ich habe dann aber doch intensiver nachgefragt. Ja, und dann kam es halt so raus. Ne? Mhm. Und, also da lief was mit Männern? Ganz genau, richtig. Lief dann nur Sex oder hatte er auch Liebesaffären? Nein, es war also wirklich nur Sex letztendlich. Wobei von seiner Gefühlslage her konnte er da selbst auch noch nicht so zuordnen, ob es ihm jetzt wirklich nur um Sex geht. Ja. Lief das denn die ganze Zeit, während ihr zusammen wart? Wir sind ja schon viel, viel länger zusammen. Ja, ja, ne? Also wirklich in diesen jetzt... Ja, ich meine vorher. Während wir zusammen waren, klar, sicher. Also die ganzen, du hast gesagt, 15 Jahre kennt ihr euch. War das die ganze Zeit, hatte er schon parallel dazu mit Männern, was? Nein, das nicht. Das nicht. Nee, wie gesagt, das ging also auch so vor 3 Jahren los. Mhm. Und wie gesagt, dann kam es ans Licht. Ja. Und erstmal brach eine Welt zusammen und dann haben wir geredet, nächtelang geredet. Ja. Wir mussten jetzt mal selbst darüber klar werden, wie sind seine Gefühle, wie sind meine Gefühle. Ja. Letztendlich kam dann halt zum Schluss, wir probieren es einfach mal zusammen. Ja, was heißt dieses Probieren? Wie sieht dieses Leben jetzt aus? Klar, am Anfang muss man sich irgendwo zusammenraufen und es dann mal wie kleine Regeln aufstellen fürs Zusammenleben. Mhm. Wann trifft er sich mit wem, wie und wo? Wann habe ich Zeit, wo ich wirklich mit ihm ganz alleine bin? Das war mir also unheimlich wichtig. Das heißt, du weißt genau, wann er sich mit einem Mann trifft. Ganz genau. Ich weiß auch mit wem. Du weißt auch mit wem. Da haben wir uns auch drauf geeinigt, dass ich also in jedem Fall weiß, mit wem er sich trifft, wo er sich trifft. Also es sind keine anonymen Sexpartner, sondern Bekannte der Familie oder was? Im Grunde genommen schon. Ja. Ne? Das sind teilweise Chatbekanntschaften, die er dann halt trifft. Und wie lernst du die dann kennen? Kommen die zuerst mal zu euch nach Hause? Oder? Nein. Er macht schon den Kontakt, ich sag mal, meinetwegen übers Internet oder über Freunde. Ja. Ich sag mal, wir sind auch viel in der schwulen Szene zusammen inzwischen unterwegs. Ja. Also wir haben also auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Ja. Und darüber lernt er natürlich dann auch Männer kennen. Mhm. Und also wenn er jetzt beispielsweise im Chat jemanden kennengelernt hat, dann sagt er mir, der und der ist das, er zeigt mir vielleicht auch noch das Bild. Also verstehe. Wir unterhalten uns da richtig. So, jetzt stelle ich mir vor, er hat jemanden im Chat kennengelernt und trifft sich mit dem irgendwann abends. Mhm. Du weißt genau, der fährt jetzt da und dahin und hat jetzt mit dem Mann Sex. Genau. Ist das für dich nicht, ist das nicht tierisch verletzlich für dich? Nein, überhaupt nicht. Und du bist nicht eifersüchtig? Nein, gar nicht, weil es ist keine Konkurrenz. Mhm. Ich sag mal, ein Mann gibt ihm das, was ich ihm nicht geben kann. Und ich gebe ihm halt das, was ein Mann ihm nicht geben kann. Klar, ist rational gesehen sehr, sehr schlau auseinandergehalten. Ja. Also wenn es eine Frau wäre, wäre es was anderes bei mir, ne? Wenn er sich jetzt mit anderen Frauen treffen würde. Bist du denn sicher, dass er sich nicht vielleicht doch irgendwann mal so richtig in einen Mann verliebt und dann ist die Konkurrenz aber genauso da wie mit einer Frau?
Also das schließt er erst zunächst mal für sich aus. Mhm. Nur ich sag mal, man weiß nie, wie die Zukunft ist. Mhm. Und ich sag mal, ich denke mal, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, dass er jetzt in dem Moment bisexuell ist. Ich meine, jedes heterosexuelle Paar, gut, der kann sich auch der andere mal in anderen Sachen abholen. Ja. Also, ja gut, aber wenn man schon so nah an sexuellen Kontakten ist, kann das vielleicht eher noch darüber, der Funke rüberspringen. Ja, aber ich sag mal, ich denke mal nicht, ne? Weil gerade auch durch diese Sache, durch diese vielen Gespräche, dadurch, dass wir auch so offen damit umgehen, ist so ein tiefes Vertrauen gewachsen. Mhm. Das heißt, in diesen Jahren, wo ihr das so praktiziert, schon gab es nie irgendeine Spannung oder eine Angst oder einen Streit oder irgend sowas? Anfangs, ich sag mal, vielleicht so das erste Vierteljahr, da kamen natürlich Ängste auf beiden Seiten. Ne? Mhm. Da gab es häufiger mal einen Streit. Mal, irgendwo musste man sich auch so aneinander reiben, bis dass man mal jeder so seinen Standpunkt auch hatte. Aber ihr habt nach wie vor auch Sex? Auch, ja, auch. Klar. Und das ist für dich in Ordnung und gut? Ja, gut. Und für ihn auch. Wie oft geht er auf die Rolle? Unterschiedlich. Also einmal in der Woche oder? Ja, also einmal die Woche sicherlich. Das schon. Ne? Und wie gesagt, er telefoniert auch mit seinen Bekannten und er hat SMS-Kontakt. Also ist richtig ein reger Kontakt, der da ist. Ist ein riesengroßer neuer Freundeskreis entstanden. Also ich muss das ja schon wirklich bewundern, dass du das so hinbekommst. Das höre ich oft. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Und ich glaube, ganz viele könnten das nicht. Ja. Aber das zeugt ja auch von A, von großem Vertrauen und B, von großer Liebe. Richtig, ganz genau. Ja. Und ich kann einfach nur sagen, seitdem wir das offen leben, ist die Liebe größer geworden. Toll. Und das Vertrauen ist größer geworden. Toll. Deswegen will ich einfach wirklich allen auch den Mut machen. Ja. Weil erstmal, gerade für die Frauen ist es blöd, wenn sie verarscht werden, ganz klar. Und auch für die Männer ist es ätzend. Aber es ist eine Typfrage, ob man das kann, ne? Klar. Man muss da sehr souverän sein. Man darf dann wirklich nicht zu eifersüchtig sein und zu Besitz ergreifen. Ich kann mir halt vorstellen, wenn gerade ein Mann das vielleicht wirklich auch über Jahre machen muss, denke ich mal, geht er auch irgendwann kaputt. Ach, na klar. Was meinst du, wie viel? Sicherlich auch die Beziehung dran zerbrechen. Bestimmt, mit Sicherheit. Ob es nun die Partnerin weiß oder nicht. Ja. Und insofern finde ich es halt besser, wirklich mit offenen Karten zu spielen. Und wie gesagt, von uns aus kann ich sagen, es klappt einfach super. Ich finde das sehr vorbildlich. Ich möchte nicht wissen, wie viel geheim Parallelleben so gelebt werden. Mhm. Ne? Und die Ehepartner gar nichts davon ahnen und es ist alles Lüge und Murkserei und so etwas. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wollt ihr Kinder mal haben? Nee, auch nicht. Auch nicht, achso. du bist ihm aber ganz treu. Dürftest du denn auch irgendwie mal ausscheren? Hat er dir das erlaubt? Mit Frau oder Mann? Ich weiß nicht, ob du auch bisexuell bist. Nee, also ich bin heterosexuell. Ja. Aber gut, man soll nie sagen, weiß ich nicht. Bei ihm kam es ja auch ganz plötzlich. Nee, aber wenn sowas wäre, also dann hätte ich natürlich auch die Freiheit. Mhm. Ne? Ja, das hatte ich gerade schon mal gefragt und nicht so richtig verstanden. Kam das bei ihm ganz plötzlich oder hat er lange das schon mit sich herumgetragen? Er kann es selbst gar nicht so definieren. Irgendwann war halt mal ein Zeitpunkt, hat er sich Männer halt gerne angeschaut. Ja. Hat aber jetzt in dem Moment noch gar nicht so die sexuelle Parallele dahin gekriegt. Mhm. Ne? Hat so gar nicht gemerkt, hey, da geht irgendwas in mir vor. Nochmal die Frage, wie lange hat er es gemacht und du wusstest es nicht? Also man kann so sagen, ich schätze mal zwischen 1 und 1,5 Jahre. Ja. So, Stichwort Schutz vor Krankheiten. Ist das alles ein Thema bei euch gewesen? Dass er auf keinen Fall irgendwas dann mit nach Hause bringt, richtig, was auch immer. Absolut, ganz genau. Mhm. Ne? Safe ist sowieso ein Muss und wie gesagt. Nun gibt es ja außer den sehr schweren Erkrankungen, vor denen man sich durch Kondome schützen kann, auch viele andere Krankheiten, die nicht so ganz dramatisch sind, aber auch sehr unangenehm, die noch auf andere Weise übertragbar sind. Mhm. Hast du da nicht Angst, dass du da dir irgendwas mal holst? Nee, das genommen auch nicht. Mhm. Nein, und ich denke mal, gerade bei diesen harmlosen Sachen, es gibt heutzutage für alles ein Mittelchen, da kommt man dann auch drüber hinweg. Wie gesagt, wenn es jetzt was ernsthaft ist, Hepatitis, HIV, irgendwas, klar, ne? Ja. Ne, da muss man sich ja schützen, aber wenn das so Kleinigkeiten sind, okay. Erzählt dein Freund, dein Mann, dir auch die sexuellen Praktiken, was er mit den anderen Männern gemacht hat? Nicht bis ins Detail. Aber du ahnst es schon. Nee, wir reden schon darüber, was grob gelaufen ist, nur ich denke mal, es ist halt auch wirklich ein Teil seiner Intimsphäre. Und ich glaube, wenn ich mich mit irgendjemand anders treffen würde und was hätte, ich würde jetzt auch nicht oder nicht alles haarklein erzählen wollen. Das ist ja wirklich ein ganz intimer Teil. Natürlich, aber ihr habt ja auch eine ganz intime Beziehung, ihr seid Frau und Mann. Ja, klar. Insofern fände ich es fast schon auch normal, wenn du fragen würdest, pass auf, wenn du ihn fragen würdest, pass mal, erzähl mir mal, was geht da ab? Habt ihr Analsex? Habt ihr, ja, nee, das reden wir auch. Das schon. Aber nicht der eine hat das gemacht und in dem Moment habe ich dann das
Arzt gemacht. Ach so, ich verstehe. Nicht haarklein, aber ich weiß schon, was gelaufen ist, was gemacht wird, auf was er steht, was er mag. Ja. Und so, ein ganz ungewöhnliches, ein relativ ungewöhnliches Lebensmodell, was ihr da habt. Genau. Hört man nicht alle Tage. Mhm. Ich finde es gut, wenn man sich so arrangiert, weil man ehrlich lebt und man muss dem anderen nichts vormachen. Und das ist mir die beste Grundlage vielleicht auch für eine sehr lange und gesunde und solide Beziehung. Genau. Ich wünsche, dass ihr weiter so gut leben könnt und glücklich super, seid und klar. Du vor allen Dingen auch damit so gut zurande kommst. Prima, danke schön. Schönen Gruß an deinen Mann. Mache ich, danke. Tschüss. Tschüss. Maike, 26 Jahre alt. Hallo Maike. Hallo. Jo, du bist da? Schön, ich dass du da bist. Ich bin da, ja. Also bei mir geht es darum, dass ich eigentlich gerade dabei bin, von meiner Mutter Abschied zu nehmen. Das heißt, deine Mutter ist ja krank? Meine Mutter liegt im Sterben, ja. Ja. Was hat deine Mutter? Krebs. Wie lange schon? Also sie hat im Juli dieses Jahres nochmal eine Lungenembolie gehabt. Mhm. Und war dann in Untersuchung gewesen bei Ärzten und allem und war jetzt dann im Krankenhaus gewesen. Mhm. Und da haben sie dann halt festgestellt, aber da war es auch schon sehr weit. Also wir haben gesehen, dass sie abgenommen hat und ich persönlich hab irgendwie schon so eine Ahnung gehabt. Und was für eine Krebserkrankung ist es? Das hört sich jetzt ein bisschen unglaubwürdig an, aber es ist halt so, dass sie die Untersuchung hatte, dass sie jetzt am 22. Dezember ist entlassen worden, weil sie die Chemo abgelehnt hat. Mhm. Und der Haupttumor, den haben sie noch nicht gefunden. Ach. Das ist aber halt, wie gesagt, so. Wie, aber es wurde doch wahrscheinlich alles Mögliche gemacht. Die waren im Kernspinnentomographen. Ja, es wären auch noch Untersuchungen ausgestanden, 3-4 Stück. Aber also man kennt den Haupttumor nicht, aber es gibt Nebentumore. Ja, von oben bis unten. Ach so, von ach so. Weit. Mhm. Ich war jetzt 5 Wochen bei meiner Mutter gewesen und habe sie gepflegt und war einfach nur bei ihr. Wo liegt sie im Moment? Meine Mutter ist jetzt zu Hause, weil meine Mutter gesagt hat, sterben möchte sie zu Hause. Mhm. In der Umgebung, die sie kennt und mit den Leuten, die sie liebt. Wie alt ist deine Mama? Die hat gerade eben erst Geburtstag gehabt, am 14. August, das ist 57 geworden. 57, Das heißt, ihr ist die Situation völlig klar, wie ernst es ist? Ja. Spricht sie mit dir über ihren Tod? Ja, tut sie. Also ich denke mir, sie tut es sogar offener, als ich es kann. Weil meine Mutter für sich weiß, wie es aussieht. Ja, also es ist auch so, dass definitiv jetzt nichts mehr gemacht werden kann. Nein. Es gibt keine Hoffnung. Nein. Meine Mutter hat es abgelehnt, meine Mutter möchte es nicht. Mhm. Weil die Ärzte ihr selber gesagt haben, dass es ist einfach zu viel. Mhm. Da kann keine Chemo mehr gegen an. Gibt es eine Zeit, die von den Ärzten genannt wurde? Wie lange? Nein, das kann mir keiner sagen. Das kann mir keiner sagen. Und das, was auch noch ein bisschen schwierig für mich ist, dass nach Hause gefahren bin ich am 10. Dezember, weil die Uniklinik mich angerufen hat. Also die Uniklinik hat mich angerufen und gesagt, wenn sie mit ihrer Mutter nochmal sprechen wollen, so dass sie auch verstehen und alles, dann kommen sie jetzt nach Hause. Nach Hause heißt dann zu deinem Krankenhaus. Da war sie noch im Krankenhaus. Mhm. Da dachten sie, dass es eigentlich jetzt sehr schnell geht, aber es war dann doch nicht der Fall. Und mein Vater hat mir nicht mal erzählt, wo sie ins Krankenhaus gekommen ist, weil er mich nicht irgendwie beunruhigen wollte oder irgendwas. Und ich habe jetzt schon mit dem Pflegedienst und allen Leuten abgesprochen, ruft mich um Gottes Willen an, wenn ihr glaubt, es geht ihr schlechter, weil... Aber dein Vater ist im Moment bei ihr? Mein Vater ist momentan bei ihr. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? 500 Kilometer. Ach so viel. Ja. Das ist natürlich hart. Ja. Und du bist beruflich irgendwie eingebunden, dass du nicht ständig dann jetzt bei deiner Mutter sein kannst? Ja, ich arbeite in der Gastronomie die 5 Wochen, die gingen auch nicht so. Da habe ich mich krank schreiben lassen Ich war dann selber noch beim Psychologen gewesen. Telefonierst du mit deiner Mutter jeden Tag? Das geht nicht mehr. Also kann sie gar nicht mehr sprechen? Sie kann noch sprechen, aber sie hat solche Sprachstörungen, dass sie benutzt andere Wörter und ganz komische Wörter
Und sie weiß ganz genau, was sie sagen will, aber du stehst daneben, verstehst sie nicht und fängst an zu weinen und sie wird wütend. Das heißt, sie ist schon geistig völlig klar noch, aber es funktioniert halt alles nicht mehr so. Ja, so auch das Sprechen nicht mehr. Ist denn für eine ordentliche und gute Schmerztherapie gesorgt, dass sie zumindest keine Schmerzen aushalten muss? Das schon. Also ich sag mal in dem Rahmen, wie die Sachen noch wirken. Liebe Maike, meine Sendung geht zu Ende. Ja, ich danke dir trotzdem. Aber ich möchte dir anbieten, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Da du auch sehr traurig bist und dass wir noch ein paar Worte reden können. Gerne. Ja, dann legst du jetzt bitte auf und wir rufen gleich nochmal zurück. Ja, bis danke. Gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei meiner Technik, bei Matthias Neef. Morgen sind wir wieder da um 1 Uhr, Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.